Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Turmoil. Wir haben alle wichtigen Add-ons gekauft. Kostenpflichtige Add-ons. Und gehen jetzt ins letzte Land der ersten Stage quasi. Und gehen nach unserem Standardprozedere vor. 2-2. Und 1 eigentlich. Aber da warte ich mal, wo der erste Turm hin muss. Weil es gibt ja keine Dreidimensionalität, außer bei den Pferden. Die können auch hintereinander stehen. Ich bohre für 207. Treffe ich? Jetzt. Na gut, da brauche ich nicht noch einen Turm für. Wenn das direkt daneben ist, da kann der eine an beiden saugen. Da sind wir drin, wunderbar. So, da kommen wir in das erste Silo hier. Gucken, wenn wir da jetzt einfach so rüber, ob wir da in das von ihm angepriesene Ölfeld kommen. Kommen wir nicht. Okay, wir können hinten verkaufen. Wir sollten auch verkaufen, weil wegen Geld. Weil wegen Geld haben wir nämlich gar nichts. Ist immer noch nicht getroffen. Okay. Wir holen erstmal gleich noch einen Wagen dabei. Oh, 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 ich bin ein Horst. Ich bin ein Horst. Entschuldigung. Da war ich gerade zu versessen, aufs X drücken. So, erstmal die Wagen upgraden. So, Wagen abgegradet. Sehr gut. So, jetzt nur die Frage: Wo ist denn das andere angepriesene Öl? Ist das etwa noch hier drunter? Ist das da drüber? Tatsache. Tatsache, es ist einfach mal da drüber. Lass mich verarschen. Ich glaube, es hackt. Dafür geben wir jetzt hier mal ein bisschen Gas. Der Preis ist auch gerade ganz gut. So, wir schicken schon mal ein paar Würfel. Ein Wurf los. Zwei Würfel. Jetzt ist der Preis aber kacke. Das möchte ich bitte nicht mehr. Dann haben wir Felsen, 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 Felsen. Wir haben halt gerade kein Geld für ein zweites Silo, geschweige denn für einen zweiten Bohrturm. Aber der Preis sagt mir gerade überhaupt nichts zu. Da möchte ich bitte nichts verscherbeln zu dem Preis. So viel schneller sind die Würfel jetzt aber auch nicht, wenn ich das mal so sagen darf. Da ist Gas, okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Da könnte ich ja dann quasi, wenn ich jetzt hier noch so ein Pinökel dran mache, dann dazu und dann da ins Gas. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Scheiße, ich kann es auch nicht zumachen. Nein, nein, ich hab nicht aufgemacht. Nein, nein, nein. Ich hab ganz vergessen, dass mein Ding ja voll ist. Da hab ich gar nicht drauf geachtet. Scheißendreck. Da war ich so überlegen, ach, was kann man denn da Schönes machen und hier Schönes machen. Ach, ja, 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 ja. Schön, schön, schön. Ah, fuck. Na gut. Da war erstmal ein super Silo, das heißt, wir müssen gerade nicht verkaufen. Okay, da ist so viel Gas. Ich würde es aber gern zu ihr da lenken. So, warte, wenn ich hier zumache, dann kann ich ja hier frisch, fromm, fröhlich, frei ins Gas bohren. Und dann halt müssen wir da gleich noch so ein Dings hinkriegen. Hier, wir müssen noch ein bisschen verkaufen, damit wir ein bisschen Geld kriegen. So, wir lassen aber nur mal 3 verkaufen, das ist okay. So. Wahrscheinlich ist da doch noch gleich Felsen im Weg, ich sehe es schon kommen. So, verkaufen wir ein bisschen, dass ich da auch noch mal die Verbindung hinbauen kann. So, und jetzt nicht mehr verkaufen, bitte.
Weil wir jetzt gleich erstmal den Preis hier rechts hochtreiben wollen. Ich habe den rechts genommen. Natürlich, weil er viel, viel näher ist. Jetzt habe ich Felsen getrunken, ich wusste es. Okay, mal gerade mal verkaufen. So, dass ich durch Felsen bohren kann. Okay, wir müssen noch weiter verkaufen. Noch mehr Gas. So, jetzt erstmal nicht mehr verkaufen. So, jetzt erstmal Gas reinhauen und Preis hochtreiben. Wir haben gerade eh schon kein Öl mehr. Ich lasse ihn jetzt nochmal hier wünscheln, ob wir noch irgendwas finden. Weil sonst, das hat alles Öl, was wir haben, ist jetzt hier drin. Nein, da ist noch Öl. Okay, das ist sehr schön. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich da rankommen soll. Weil die Rohre dürfen sich nicht kreuzen. So, wo ist... Nein, das wollte ich nicht. Wo ist denn das Öl? Kann ich nicht mehr sehen. Da ist das Öl. Da. Ich könnte jetzt hier einfach drum rumbauen. Die Frage, ob das günstiger ist, wenn ich dann hier einfach noch einen Turm hinbaue. Das ist le Frage. Die Gasfelder scheinen recht groß zu sein. Ich baue jetzt hier einen Turm und baue ich dann hier runter? Oder baue ich jetzt hier drumrum? Ich überlege gerade, ob es irgendwie anders geht. Wahrscheinlich geht es irgendwie anders und ich check's einfach gerade nicht, wie ich das jetzt noch umgehen könnte. Ich müsste halt hier irgendwo drankommen. Oder da dran, ist ja egal. So, ab 3 Dollar verkaufen wir mal gerade. Das ist okay. Ja, das kostet 700. Vielleicht brauche ich doch lieber noch einen Turm. Der kostet nämlich 350. Gut, wir brauchen dann noch natürlich das Bohrding, das stimmt. Sonst kommen wir nämlich gar nicht dahin. So. Machen wir auch schneller, damit das schneller geht hier. So. Aber ich warte mal, bis ich den auch noch hinstelle. Nicht, dass er das gleiche nochmal findet. So, warte mal, ganz kurz, stopp bitte. Es müsste halt so ein Add-on geben, was man kaufen kann, dass man die Rohre übereinander verlegen kann. Das wäre so super. Da ist auch noch Öl, okay. Ach, da sind wir schon drin. Nein, ich hab's zugemacht. Und Geld verschwendet. Der ist auch in dem drin, oder? Ich bohre mal gerade so da kurz rein und dann hier in die Magma, damit es ein bisschen schneller geht. Ich glaube, wir müssen aber nochmal verkaufen, sonst kriegen wir das gar nicht mehr leer hier. So, jetzt noch einen Wünschelheinz. Oh, aber 4 Dollar. Er hört mir auf mit Spillage, bitte. Bitte. Wir kriegen hier schon die fetten Spillage-Strafen reingedrückt hier. Da ist auch noch Öl, willst mich verarschen? War noch so weit oben, warum hat das denn vorher keiner gefunden? Hä? Wo ist Öl, Alter? Ja, danke schön. Hä, wo ist denn hier Öl? Da ist ein Schatz, das ist schon mal gut. Sich verarschen? Nee. Da! Da! Und da winkt der da. Willst du mich verarschen? Entschuldigung, ich habe mich jetzt gerade wiederholt.
Okay, schnell noch das Rohr ausbauen. Okay, einen schicke ich noch los. Ah, die Spillage-Strafen, die hätten nicht sein sollen. Achso, es verkaufen gar nicht alle. Gut, dass wir schon einen Timer haben, das heißt, es ist nicht ganz so schnell. Komm, saug das ab. Okay, das war's. Das war's. Sind wir mal mutig? Machen die Verpachtung rückgängig. Haben alles gekriegt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. 4000 Boni, 5000 Spillage. Das heißt, es war fast ausgeglichen. Es war fast ausgeglichen. Das ist sehr gut. Okay. Ölaustritt hat mir da einmal. Genau. Versorgung. Versorgung? Hä? Versorgung wird in was? Diese, die, was ist das? Die X- oder Y-Achse hat keine Einheit. Das ist einfach nur eine Zahl. Na gut. Okay, da haben wir einen Profit gemacht. Okay, das war durch unser Gas, hat er natürlich da sehr viel, ja. 2,26 pro Fass insgesamt. Na, ist okay, ist okay. Ventilbenutzung, da hätten wir mindestens eine hätten wir sparen können. Scanner war noch am teuersten von den Herausfindsachen. Ja, okay. Schöner Screenshot, wunderbar. So, wie sieht's denn aus? Na, immerhin, wir waren fast so gut wie Isabel. So, wir ziehen in neue, ölreiche Länder. Es gibt dort weniger Gas, aber sicher wird sich Jack etwas einfallen lassen. Zunächst Spannung bei der Landauktion. So, wo sind wir? Ach, da sind wir. Okay. Wo wollen wir denn hin? Ich möchte zu den Bären. Ich möchte zu den Bären, weil Bären haben immer Öl. So. Achso, stimmt, da ändert sich. Ich dachte, wir fahren dann hier auch noch woanders hin. So, was hat er denn jetzt hier? Gaswachstum. Verbinde Magma mit Gas und letzteres wird sich durch dieses Upgrade ausdehnen. Es gibt, er hat ja gesagt, es gibt weniger Gas. Das heißt, damit kann ich quasi das Gasvorkommen künstlich erhöhen. Indem ich einfach dafür sorge, dass es sich ausdehnt. Oh Gott, das wird so komplex. Das wird so komplex. Ich bin doch so doof. 40.000. Was haben wir eigentlich letztes Mal gefunden? Achso. Mit einer Goldnuggets kaufen? Ja, tatsächlich. Für 300. Wir könnten ja mal. Komm, wir verkaufen mal so. Goldnugget Quarz. Will ich jemand Quarz kaufen? Hier. Quarz. Quarz. Sonst gab es jetzt auch nichts Neues, ne? Da kamen keine neuen Sachen jetzt dabei. Dann würde ich sagen, wir nehmen noch das Gaswachstum. Einfach weil wir es haben. Gaswachstumsgeschwindigkeit. Schnellere Gasausdehnung bei der Nutzung von Magmawärme. Alter, was? Okay, hat der Bürgermeister da einen Tipp vielleicht zu? Da hat er tatsächlich noch irgendwas. Gaswachstum, das ist gut, das möchte ich gerne sehen. Ach was! Durch Nutzung des Upgrades für Gaswachstum kannst du mit einem Mausklick die Größe von Gasvorkommen erhöhen. Bedenke, dass das Wachstum endet, sobald das Vorkommen mit Anschlüssen oder Magma in Kontakt kommt. Ach, das wächst auch immer weiter? Das wächst so lange weiter, bis es mit Anschlüssen oder Magma in Kontakt kommt. Was wäre denn jetzt hiermit? Was passiert denn, wenn das damit in Berührung kommt? Würde das dann nicht auch enden? Denke ich jetzt mal, ne? So, was haben wir da noch? Ultimative Profite. Die würde ich gerne lesen. Der ultimative Weg, um Gasboost zu leben, ist, speichere so viel Öl wie möglich, leere mehrere Gasvorkommen zur gleichen Zeit und nutze das existierende Rohrnetzwerk so oft wie möglich. Das heißt, er hat erst, die haben hier erst mit einem Bohrturm alles Öl gefördert und dann das Gas wachsen lassen. Und dann natürlich die Preise hochgetrieben. Alles klar. Verstehe. Aktienauktion.
Am Ende der Kampagne muss der Spieler mit der kleinsten Aktienanteil die Stadt verlassen. Die Aktien werden dann unter den verbleibenden Spielern einfach steigen. Das wird wiederholt. Achso, okay. Das kennen wir schon aus dem Hauptteil. Du kannst von nun an Gas nutzen, ne? Nee, das wollte ich sehen. Das ist ja mal cool. Moment, aber ich wollte noch mal ganz kurz hier reingucken. Bedenkt, dass das Wachstum endet, sobald das Vorkommen mit Anschlüssen oder Magma in Kontakt kommt. Das heißt, da darf nur der eine Anschluss da sein, der das Gas erhitzt quasi. Also wenn er jetzt an das Magma kommt oder wenn das Magma nicht da wäre, an diesen Anschluss kommt, dann ist vorbei. Wahrscheinlich auch, wenn er an das Ölfeld da kommt, ist auch vorbei. Okay, huiuiuiui. Das möchte ich ja gerne mal ausprobieren und ich versuche es in der nächsten Folge. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Turmoil. Macht's gut. Tschüsschen.